Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute zu einem neuen Video und in diesem Video soll es um das Thema Knochenleim gehen. Wir hatten uns ja darüber verständigt. Ja, von euch kam eine Anfrage, ich habe das angeboten, da kamen dann weitere Zusprüche und Fragen auch. Und da bin ich gleich mal bei dem einen Punkt, wo ich mich ganz, ganz herzlich für eure Kommentare bedanken möchte, ja, für eure aufmunternden Worte, für eure Anteilnahme, hat mich tief beeindruckt und bewegt und auch motiviert, muss ich schon sagen. So, also Knochenleim. Meiner Meinung nach wären das zwei Videos, weil ich jetzt schon bei der Grenze angelangt bin, wo ich es eigentlich nicht länger machen möchte, aber noch nicht alle Inhalte abgearbeitet habe. Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit es ein bisschen die Richtung kriegt und ich nicht alles immer dann nur erzähle, wenn es mir gerade einfällt. Ich könnte sicherlich auch jetzt das alles auswendig lernen, aber dann müsste es noch eine Woche warten und ich habe auch die Geduld nicht. Ja, was ich vorneweg sagen möchte. Also, nee, andersrum. Es werden zwei Videos. Heute ein bisschen Einführung und ich habe hier schon eine Anordnung stehen, wie ich den heutzutage so den Leim zubereite, also einweichen und verflüssigen. Und im zweiten dann ein paar Anwendungsbeispiele von Knochenleim. Ja, zu Rate ziehen möchte ich mir dabei auch ein Fachbuch. Fachbuch für Tischler, stammt aus der Berufsausbildung von 1953. Dort wird ein ganzes Kapitel den Glutinleimen und der Zubereitung von und der Verarbeitung von Glutinleim gewidmet. Ja, damals gab es noch nicht so viel Alternativen an technischen Leim, synthetischen Leim, modernen Leim, sage ich jetzt mal, wie das dann im Laufe der Jahre ganz schnell alles noch dazugekommen ist. Noch viel früher war es ja noch anders, aber ja, hier wird für die Möbelindustrie und so weiter und so fort, fürs Furnieren und Verleimen wird ein ganzes Kapitel gewidmet mit allen möglichen Informationen. Ich werde immer mal draus zitieren. Wen das ganz besonders interessiert, schreibt mir eine Privatnachricht am besten. Ich scanne die Seiten ein und kann die dann per E-Mail verschicken. Mache ich gerne. Und dann noch was. Immer an der Stelle, wo es sich anbietet, werde ich mal ein bisschen aufrufen, eure Erfahrungen oder Meinungen kundzutun und damit ich das dann im zweiten Teil oder vielleicht dann auch in einem dritten, wo es nur noch um Fragen beantworten geht, mit unterbringen kann. Auch in Tabellenform, vielleicht eine Gegenüberstellung von Erfahrungen, Vor- und Nachteilen, die andere noch gesammelt haben. Und ich arbeite ja nicht nur damit und gebe ja nur meine Erfahrungen weiter. Und die Erfahrungen von anderen, die könnte ich sammeln und dann auch allen zur Verfügung stellen. Ja, was hatte ich mir noch notiert? Ja, das mit dem Buch. Knochenleim gehört ja zu den Glutinleimen, wo es da noch ein paar andere gibt, wie Hasenleim, Hautleim, Fischleim, weiß nicht, ob ich jetzt vergessen habe, was auch Mischleime aus den verschiedenen, um verschiedene Qualitäten zu haben. Und ich selbst habe allerdings nur Erfahrungen mit Knochenleim in Form von Tafeln und in Form von Perlen sowie mit Fischleim, da aber später dazu. Und darüber
kann ich mit euch diskutieren, meine Erfahrung weitergeben und euch was zeigen. Und als erstes würde ich gerne gleich erstmal zeigen, wie ich mir meinen Knochenleim in Asperlenform zubereite, weil die Tafel ist die letzte, ich sage gleich nochmal was dazu. Und die balde ich, die wird nicht mehr eingeweicht. Bevor es jetzt losgeht, will ich noch was zu den Anwendungsgebieten sagen, weil hier auch Fragen kamen. Die Glutinleime, beziehungsweise eben auch der Knochenleim, ist ja hauptsächlich für die Holzindustrie entwickelt worden oder gedacht. Also Holz zu verleimen. Der Glutinleim und Knochenleim im Speziellen trocknet hart aus und kann mit Weichmachern also nicht geschmeidig gemacht werden. Ich kann also wohl Leder oder Textilien auf Holz kleben oder leimen, aber Leder unter Leder oder wie es zum Beispiel für Schuhe ist er eben einfach nicht geeignet. Da muss man dann wieder den dafür gedachten speziellen Leim benutzen. Warum ist er hauptsächlich nicht geeignet? Zwei Gründe, er ist nicht wasserfest und er wird hart und spröde. Ja, und damit für solche flexible Verleimungen nicht geeignet. So, und jetzt Zubereitung. Ich habe jetzt hier alles vorbereitet, was ich brauche, um meinen Knochenleim zuzubereiten, sage ich jetzt mal. Was hier noch steht, ist der Fischleim, der also auch im kalten Zustand flüssig ist, der auch ein Glutinleim ist, wird später betrachtet. Dann habe ich als nächstes hier noch eine Tafel vom Tafelleim, Knochenleim. Das ist die letzte Tafel, die von den Vorräten meines Großvaters übrig geblieben ist. Ja, da hatte ich eine ganze Kiste voll, da habe ich mal gedacht, vor 10 Jahren, die verbrauche ich mein ganzes Leben nicht. Jetzt ist die einzige noch übrig gebliebene. Die weiche ich auch nicht ein, die balde ich mal so als Erinnerung. Vielleicht wird sie irgendwann dann noch verarbeitet. Jedenfalls, diese Tafel hier braucht ungefähr 48 Stunden zum Einweichen. Ja, man sagt bei Tafelleim, der nimmt so viel Wasser auf, wie er braucht und dann nicht mehr. Und ich habe so eine Tafel also einfach in eine Schüssel mit Wasser, dass es bedeckt ist, immer gelegt und dann geguckt, wann die sozusagen durchweicht ist. Und wenn es mir zu lang gedauert hat, da habe ich von den Rändern weil schon was abgeschnitten und verflüssigt. Die kommt also jetzt auch nicht zum Einsatz. Was die meisten kennen. Und was ich seit einiger Zeit auch verwende, seitdem mein Tafelleim alles ist, ist der Perlleim, den ich hier frisch gekauft habe. Und ein Kilo, so viel verarbeite ich ja nun auch nicht. Ja? Also man sagt auch, nur so viel zuzubereiten, wie man braucht für die Arbeit, ist aber schwer. Wie viel, das weiß ich vorher nicht und manchmal brauche ich mehr, manchmal weniger und manchmal mehrere Tage hintereinander, weil eben das Problem ist, wenn der Leim längere Zeit steht, kann es passieren, dass Fäulnisbildung, Schimmelbildung eintritt. Bei mir einmal in den letzten vielen Jahren, ansonsten nicht. Ich habe aber auch immer zum Einweichen abgekochtes Wasser genommen. Man soll also sauberes und kaltes Wasser zum Einweichen benutzen. Gut. Hier habe ich so eine Elektroplatte und einen gusseisernen Topf. Der hat seit einiger Zeit, lange Zeit habe ich einfach ein Wasserglas, also ein Einwegglas in ein Wasserbad gestellt. Jetzt habe ich mir dann mal diesen Topf zugelegt. Großer Vorteil, der hält ganz lange die Wärme. Also ich bin zufrieden damit. Ich kann also dann, wenn ich die entsprechende Temperatur habe und die Konsistenz, die Viskosität des Leimes ausmachen oder auf ganz, ganz klein stellen und das hält ganz lange. Ich messe hier übrigens mit so einem
Thermometer, welches man also auch in den Braten reinstecken kann. Ja, das habe ich dann immer hier im Leim stehen und gucke ich, dass ich zwischen 50 und 65 Grad bin. An dieser Stelle gleich nochmal was zu den Temperaturen. 50 bis 65 Grad, sagt das Lehrbuch, ist die Verarbeitungstemperatur. Bei starker Überhitzung, also 90 Grad, so eben über längere Zeit, zerstört die Eiweißverbindungen und die Klebekraft geht verloren. Also wenn das mal jemandem passiert, was mir ist es auch schon passiert, kurzfristig ist es zu heiß geworden, da zerstört sich nicht gleich irgendwas. Ne? Aber eben nicht langfristig, also über längere Zeit und richtig sozusagen kochen. Gut, jetzt dazu. Ich möchte kurz was zitieren aus dem Lehrbuch, wie ich schon angekündigt habe. Über die Zubereitung einer Glutinleimflotte. Die trockenen Glutinleime sind Warmleime, das heißt, sie müssen vor dem Gebrauch im Wasser aufquellen und bei einer Temperatur von 50 bis 65 Grad verflüssigt und aufgetragen werden. Diese Leimlösung wird als Leimflotte bezeichnet. Bei der Zubereitung einer Leimflotte sind die Gebrauchsanweisungen des Herstellerwerkes zu beachten. Habe ich dafür nicht. Deswegen nehme ich so viel Wasser, wie ich denke. Und wenn die Perlen, wenn ich sehe, dass die Perlen durchgeweicht sind, dann gieße ich das Wasser durch ein Sieb ab und tue den aufgequollenen Leim in den Leimtopf. Also nochmal, bei der Zubereitung einer Leimflotte sind die Gebrauchsanweisungen des Herstellerwerkes zu beachten. Der Leimbedarf, insbesondere das Lösungsverhältnis, in welchem der Leim mit Wasser angesetzt werden muss. Die Temperatur, bei der der Leim zu verflüssigen ist und auch sein Säureverhalten gegenüber dem Werkstoff Holz, also ob ich Holz mit irgendwelchen Säuren und sowas drin habe. Der Leimbedarf richtet sich sowohl nach der Leimart, als nach der Größe der zu verleimten Fläche. Die Bindefähigkeit einer Leimflotte ist davon abhängig, wie viel Gewichtsteile Leim und Wasser zu ihrer Bereitung angesetzt werden müssen. Dabei ist die Leimart und ihre Verarbeitungstemperatur sowie die Holzbeschaffenheit zu berücksichtigen. Jetzt gibt es hier eine Tabelle, da kann man ausrechnen, auf einen Quadratmeter 200 Gramm Knochenleim, bei einer Verarbeitungstemperatur von 60 Grad Leimtemperatur und auf Weichholz von 50 Grad zum Beispiel, wie viel und so weiter und so fort. Es ist hochinteressant, aber auch mir zu theoretisch und zu wissenschaftlich. Ich bin kein Möbelwerk, was jetzt hier das alles berechnen muss. Für unseren Bereich, für den Hobbybereich geht das einfacher. So. Einen kleinen Messbecher oder ein anderes Gefäß. Ich sage jetzt mal circa halb voll mit Perlleim. Maximal. Kann man jetzt sehen hier ungefähr. Und Wasser auffüllen bis fast oben hin. So. Und jetzt 20 bis 30 Minuten. Von Anfang an immer mal umrühren. Weil sonst kleben die Perlen zusammen. Es gibt eine verklumpte Masse, die nicht richtig durchweichen kann. So. Jetzt dauert es einen Moment, dann geht es ab in den Leimtopf. So, jetzt sind ungefähr 20 Minuten vergangen. Ich habe immer mal rumgerührt und ich zeige es mal. Jetzt ist kein Wasser mehr da, ich brauche also nicht durch Sieb abgießen. Und wenn ich die kleinen Perlen zwischen den Fingern drücke, dann haben die eine gleichmäßige Weiche
Konsistenz erreicht. Den Topf habe ich vorgewärmt und ich gebe das jetzt rein und versuche dann mal mit der Kamera reinzublicken, wie sich der Leim verflüssigt. Von den Rändern her wird es schon flüssig. Zum Rumrühren sollte man also ein Holz nehmen, was frei von Gerbsäure ist. Das ist hier ein Buchenstäbchen. Das eignet sich am besten dazu. Inzwischen ist der Leim vollständig verflüssigt. Mein Thermometer zeigt mir hier 62 Grad an. Und ja, das bisschen Schaum, das bildet sich zurück oder eine Haut. Vielleicht mache ich es dann noch ab, jetzt geht es schlecht. Der ist jetzt ziemlich dünnflüssig. Ich will das mal zeigen. Der tropft also dünnflüssig runter. Für eine Konstruktionsverleimung zu dünn, aber zum Furnieren wird es eventuell gehen, aber ist mir auch noch zu dünn. Ich mache jetzt Folgendes, stell das aus, lass den erkalten, also nicht erhärten, sondern erkalten und beim nächsten Mal aufwärmen ist er schon wieder ein bisschen etwas dicker. So, gut, so viel dazu.